Großes Weihnachtskonzert im Weinbrennersaal. Für Generalmusikdirektor Professor Werner Stiefel fühlt sich das Dirigieren seiner Philharmonie noch immer ganz normal an. Der Musiker war von 1981 an ein Vierteljahrhundert der Leiter des Baden-Badener Orchesters. Wir haben ihn am ersten Weihnachtsfeiertag kurz vor dem Konzert in seiner Garderobe getroffen. Ja, das ist ein sehr schönes Gefühl, aber ich muss sagen, die Pausen sind so, zum Glück nicht so lange, weil ich jedes Jahr so 3 oder 5 Mal das Orchester immer noch dirigiere. Das Orchester entwickelt sich ständig. Das ist auch natürlich bedingt durch neue junge Spieler und so weiter und sehr zum Vorteil. Eine der 2 Solisten des Weihnachtskonzerts 2011 ist die gebürtige Engländerin und Harfenistin der Philharmonie. Sie spielt seit 1983 mit dem Baden-Badener Orchester. Cynthia Oppermann spielte ein Stück von Georg Friedrich Händel, gleichzeitig einer ihrer Lieblingsbarockkomponisten. Zum Spielen mit dem eigenen Orchester ist immer was Besonderes, weil man fühlt sich sehr geborgen und gleichzeitig möchte man die Kollegen in keinem Fall blamieren, dann ist ein bisschen Druck da. Ich esse eine Banane vorher und spiele Harfe praktisch den ganzen Tag heute. Konzertmeister Yasushi Ideue präsentierte in seinem Solo eine etwas provokante Version von Stille Nacht, Heilige Nacht auf der Violine. Ganz zur Freude des Dirigenten, der zu Anfang seiner Karriere Mathematik studierte, was aber keinen Widerspruch darstellt. Ja, das schadet nicht, weil es ist sehr vieles in der Musik, ist auch mathematisch, relativ mathematisch gebaut. Und das ist, ich glaube, das ist ganz gut zu den Emotionen, die man in der Musik braucht, auch noch ein bisschen, sag mal, den Verstand einzuschalten. Professor Werner Stiefel war bis 2006 Leiter der Philharmonie, bis dahin aber auch darüber hinaus gehörten Feiertagskonzerte als fester Bestandteil in seinen Dienstkalender. Ich weiß nicht, wie viel ich hier in Baden-Baden Weihnachtskonzerte schon dirigiert habe, aber ich glaube, es sind mehr als 20. Die Philharmonie wird im kommenden Jahr viele Auslandskonzerte spielen. Auch die heimischen Aufführungen sind meist schnell ausverkauft. Es lohnt sich also, früh über Kartenreservierungen für 2012 nachzudenken.